Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also ihr seht, die Tür ist offen. Hier sind mehrere Türen offen. Hier ist ein Schwimmbad. Wir sind in einem verlassenen Hotel. Irgendwo da arbeitet jemand. Man hört ihn, aber wir schauen uns das trotzdem einfach mal an. Lassen Sie jetzt nicht stören von irgendwelchen Menschen, die meinen, die müssen heute Freitagabend arbeiten. Gewitter kommt, wir müssen es beeilen, sonst werden wir nass, wenn wir nachher rausgehen. Das wollen wir auch nicht. Ob es hier was zu sehen gibt, wissen wir noch nicht. Schwimmbad haben wir immerhin gesehen. Jetzt gehen wir mal hoch, wir müssen nämlich im Keller rein. Hier geht's hoch. Und checken das mal ab. Naja, da wohnt jemand hinten. Oh je, ach du Scheiße. Seht ihr das, was ich sehe? Ach du Scheiße. Okay, das ist fertig. Das ist fertig. Okay. Ein Stockwerk höher würde ich nicht empfehlen. Ne, jetzt ist ja nur so ein Balkon gewesen. Ja, aber trotzdem, hier muss man echt aufpassen. Nicht so schön. Wirklich abgefuckter Lost Place. Überall. Also ich empfehle mal, das nicht nachzumachen. Vor allem nicht hochzugehen. Irgendwie ist da die Decke kaputt. Das ist keine Tür, das ist einfach nur ein Loch. Man hört Stimmen. Ah ja. Genau. Oh, Sackgasse. Naja, mal gucken, dass es Stress gibt. Ich glaube, das interessiert hier echt niemanden mehr. Aber das haben sie irgendwann reingemacht. Warum auch immer. Ich habe die echt angefangen, was zu machen. Habe ich das Gefühl. Kann es sein? Komisch. Aber es lohnt sich nicht. Das ist im echt extrem schlechten Zustand. Hier ist eine Seitentür. Genau, das zeige ich euch kurz. Hier ist ja eigentlich der Haupteingang gewesen. Warum haben sie hier die ganzen Wände zugemacht? Klar, das haben sie welche eingetreten, aber wie verstehe ich das nicht? Sie haben das hier komplett zugemacht. Ich meine, das ist hier eh alles zu. Das haben sie hier. Nee, das ist ein neuer Zylinder drin. Der nur von außen funktioniert. Also ich muss sagen, wir hatten noch einen anderen Lost Place heute auf dem Schirm. Beziehungsweise wir wussten da nicht so genau. Es ist nämlich ein Militärgebiet, teilweise im Betrieb noch. Und das erste, was wir gesehen haben, ist Militärpolizei. Also US Army, Militärpolizei. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht, weil am Ende gibt es da richtig Ärger. Das muss nicht sein. Also hier war eine Küche.
komischer Lost Place. Naja. Also hier ist überall die Decke wirklich kaputt. Ah, hier ist wahrscheinlich Kühlraum gewesen. Ja, also es wird wohl ein kurzes Video, weil es hier einfach nichts zu sehen gibt, was das alles kaputt ist. Und komischerweise hier wurden Wände eingezogen. Und keiner weiß warum. Wenn es hier in so einem schlechten Zustand ist, brauchen wir eigentlich keine Wände mehr einziehen. Aber okay. Was ist das? J.K. Dinner. Es war wohl eine Gaststätte zum Schluss. Früher ganz ein Hotel. Hier waren wahrscheinlich die Zimmer. Aber großes Zimmer. Ja, mit Balkon sogar. Also links kleinere Zimmer, aber mit Balkon. Ja, wirklich nur ein Bett, ein Schrank vielleicht. Und eine Dusche. Und schaut euch mal das Grün an. Das ist echt übel. Und auf der rechten Seite waren größere Zimmer. Hier stand wahrscheinlich ein Schrank. Hier hat man wenigstens eine bessere Farbe genommen. Ah doch, Balkon gibt es ja auch auf der Seite. Ja. Überall die Fenster offen. Was soll ich dazu sagen? Es ist ein Lost Place. Und wenn ich ein Lost Place filme, dann filme ich auch solche. Ja, wo nichts mehr drin ist. Und alles kaputt ist. Hier ist, also Vandalismus ist hier nicht mal das Problem, sondern der Verfall. Naja, gut, das hier ist noch stabil, vor allem die Treppe. Und hier die Mauer, die Wand und hier die Decke. Aber alles andere ist, glaube ich, nicht so empfehlenswert hier oben. Also man muss hier echt aufpassen. Und auch auf die Nachbarn. Aber hier kommt man ja gar nicht da drauf. Naja, man kommt schon drauf, wenn man will. Aber das ist gar nicht vorgesehen, dass man hier drauf steigt. So sieht es aus. Aber die hier ist doch neuer, die Treppe. Ist hier tatsächlich irgendwas angefangen zu machen? Schaut euch die Wände an. Ist doch alles neu gemacht worden. Naja, der musste ja sein. Hier hört es auf, es ging vielleicht früher weiter oder war vorgesehen, dass es weitergeht. Hier das gleiche Bild wie wie unten, wie ganz unten. Ja, es geht hier mit diversen Holztreppen noch höher, die ja kaputt sind. Ihr seht ja, die sind durch, existieren teilweise nicht. Also Leute, es ist hier echt mega gefährlich. Das ist hier echt kein Spaß, das Hotel. Das ist, naja. Also was noch fehlt, ist der Keller. Ich habe gehört, da kann man noch was sehen. Dann gehe ich noch in den Keller. Und dann wird man sehen, was es da noch gibt. Und viel mehr werde ich hier nicht anschauen. Das ist einfach zu gefährlich. Und man sieht hier nichts. Das Glas sieht super cool aus. Also hier ist nochmal dieser Keller. Das ist Schwimmbad.
zu sehen ist. Und hier tropft das Wasser überall von der Decke. Ja. Hier ist alles nass. Schaut euch die alte Tür an. Gab hier wohl einen Fahrstuhl? Naja, das war diese fürs Essen. Das ist kein Personenfahrstuhl. Vermutlich. Nein, doch. Gab es tatsächlich einen Aufzug. Oben gar nicht gesehen. Ist doch gar nicht so uninteressant. Also das wäre natürlich jetzt dumm hier reinzugehen, wo man es theoretisch von innen öffnen kann, aber es wäre diese Dummheit, die man in Horrorfilmen immer macht, irgendwo reingeht, wo man eigentlich nicht reingehen sollte, und dann geht die Tür zu und das war's. Und das mache ich jetzt nicht. Das ist eine alte Kellertreppe. Der unheimliche Keller. Total unheimlich. Heizung. Hier riecht es noch nach Öl. So. Ich beende dieses Video in diesem gruseligen Keller. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Like da, abonniert mich. Und bis zum nächsten Mal. Das Leben ist ein Abenteuer.